hallo zusammen. Heute gibt es einen Podcast mit Johannes Scharf und mir, Frank Krämer vom Dritten Blickwinkel. Denn es gab einige Unnettigkeiten von Seiten YouTubes. Und zwar war ich ja beim Johannes beim ersten Nova Europa Kongress. Wir haben dort ein kurzes Video aufgenommen. Ich habe mich mit dem Johannes unterhalten, ein paar Impressionen von dem Kongress aufgenommen und plötzlich wurde dieses Video gelöscht. Übliche Vorwurf der Hassrede. Johannes, wir haben wieder rumgehetzt, oder? Ja, total. Also wir haben in dem Video bestimmt 10-mal Neger gesagt und ständig von der jüdischen Weltverschwörung gesprochen und dergleichen mehr. Nein, also Spaß beiseite. In diesem Video ging es überhaupt nicht inhaltlich groß um Austausch, der ja definitiv stattfindet, auch wenn das mittlerweile auch schon Hassrede ist, einfach nur vom großen Austausch zu sprechen, sondern in dem Video ging es tatsächlich nur darum, wie dieser Kongress abgelaufen ist und was so die nächsten Schritte sind, sein werden. Und wir haben wirklich hauptsächlich über organisatorische Dinge gesprochen und überhaupt nicht über politische, weltanschauliche Dinge bei diesem Gespräch. Deshalb war ich auch so perplex, als ich erfuhr, dass eben genau dieses Video gelöscht worden sei von YouTube. Und mein Erstaunen ging dann auch 2-3 Tage später weiter, als ich von YouTube die Nachricht bekam, dass mein Video über den Wolken gelöscht worden sei, indem ich also explizit gesagt habe, man solle das eigene durchlieben, ohne das Fremde zu hassen. Ist ja auch eine Position, die du schon seit längerer Zeit vertrittst. Ja, und vorgestern war dann auf einmal das Christopher Street Day Video, das ich vor einigen Tagen hochgeladen hatte, gelöscht, aus dem gleichen Grund, also angebliche Hassrede, obwohl ich in diesem Video klarstelle, dass ich nichts gegen Schwule habe oder gegen Transsexualität und dergleichen mehr, sondern einfach nur gegen die übertriebene zur Schaustellung exotischer Sexpraktiken ein Zeichen setzen wollte, natürlich auch noch humoristisch mit einem Transparent, auf dem stand Make Mannheim Straight Again, eine Anspielung natürlich auf Trumps Wahlkampfslogan Make America Great Again, aber anscheinend haben die Herrschaften bei YouTube keinen Sinn für Humor und so wurde also auch dieses Video gelöscht. Ja, und gestern bekam ich dann die Nachricht, dass mein gesamter Kanal gelöscht worden sei und ich auch nicht mehr mich mit anderen Konten anmelden darf, also überhaupt keinen Kanal mehr besitzen dürfe bei YouTube aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Hate Speech Statuten. Ja, man hat den Eindruck, es wird gewürfelt und welche Videos da gelöscht werden. Bei mir ging es nämlich auch so in der Art weiter, denn vorgestern, meine ich, war es, da wurde, also erstmal das Video mit uns wurde gelöscht, dann das zweite Video, jetzt die Folge 47, das Gespräch mit Dr. Pierre Krebs, ebenfalls Hassrede, das war jetzt meine zweite Verwarnung. Also bei dem Gespräch ging es genauso um Hassrede wie bei uns, ja, also gar nicht. Das ist einfach nur eine dreiste Lüge, eine Unterstellung und leider kann man in so einem Staat, wo wir heute leben, mal müsste man das ahnden wegen Verleumdung. Aber leider ist das nicht so einfach bei so einem Konzern wie YouTube. Jedenfalls habe ich jetzt auch 2 Verwarnungen. Ich kann im Moment nichts hochladen und ich habe jetzt auch einen zweiten Ersatzkanal erstellt, der einfach nur meinen Namen trägt, Frank Krämer. Dann zusätzlich wurde ich letzte Woche auch auf Instagram gelöscht. Das Problem ist ja, das, was du gerade hast, auch mit, wenn du versuchst, dich mit demselben Gerät anzumelden. Also jetzt YouTube hat funktioniert, weil ich ja noch nicht gelöscht bin, wahrscheinlich. Auf Instagram ging es nicht, das musste ich über einen Bekannten machen.
Jetzt ist es aber so, ich habe jetzt seit 4 Tagen, meine ich, das neue Profil und seit 3 Tagen kann ich keine Freundschaftsanfragen stellen, wird direkt blockiert. Ich kann keine Bilder mit Gefällt mir markieren, ist blockiert. Und ich kann nicht mal kommentieren, nicht mal meine eigenen Bilder. Und wenn ich ein Bild hochlade, werden keine Bildunterschriften zugelassen. Also wenn ich da einen erklärenden Text beifügen möchte, erscheint der nicht, sondern nur das Bild. Und das ist auch wieder eine Frage der Zeit, bis ich da wahrscheinlich dann auch rausfliege. Richtig, ja, also mein lieber Frank, das ist Deplatforming at its best. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, diese Firmen, das sind private Firmen und da hat der Staat nicht regulierend einzugreifen. Ein Argument, was durchaus vorgebracht wird zuweilen. Aber man kann natürlich auch so argumentieren, dass, und so tun sie es ja normalerweise immer, wenn es um Straftaten geht, dass das Internet eine Erweiterung des öffentlichen Raumes ist, deshalb auch kein rechtsfreier Raum, und dass alles, was über die Meinungsfreiheit gedeckt ist, auch auf solchen öffentlichen Plattformen gedeckt sein muss, selbst und zwar insbesondere, wenn diese Plattformen über ein Monopol, über eine Monopolstellung verfügen, was ja bei Facebook, Twitter und YouTube zweifelsohne der Fall ist. Zumal müssen die sich ja auch ans Gesetz halten. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Busfahrer wäre und würde sagen, ne, dich nehme ich nicht mit, weil dir meine Nase nicht passt, oder besser gesagt, deine Nase passt mir nicht, dann werde ich ja wahrscheinlich auch wegen Diskriminierung angeklagt. Ne, und genauso sehe ich das auch bei diesen Plattformen. Einfach eine Unterstellung rauszuhauen, ja, du betreibst Hassrede, wir löschen jetzt dein Konto. Ja, da muss man das doch erst einmal beweisen. Gut, ich bin grundsätzlich, Frank, tatsächlich für das Recht zu diskriminieren. Also ich bin dafür, dass jeder auch mich diskriminieren darf. Ich selber diskriminiere eigentlich nicht gegen andere Menschen, aber das ist also eine private Entscheidung. Ich finde, es sollte jeder Firma und jedem Verein etc. erlaubt sein, zu diskriminieren. Das ist eine Freiheit, denke ich, die geschützt werden muss, die Freiheit zur Diskriminierung. Und das ist zwar in Deutschland nicht so, aber ich finde, das könnte man durchaus haben, das könnte man durchaus so durchziehen, aber man muss eben auch alles sagen dürfen. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass Plattformen wie YouTube nicht einfach nur Privatfirmen sind, wo selbstverständlich diskriminiert werden sollen dürfte, sondern eben eine Erweiterung des öffentlichen Raumes, dann gilt aber die Meinungsfreiheit zuallererst, und das ist ein höheres Gut als das Recht auf Diskriminierung und die Freiheit zur Diskriminierung, so möchte ich es einfach mal ausdrücken. Und in dem Fall könnte der Staat regulierend eingreifen, und zwar nicht so wie in Deutschland, dass der Staat sagt, ihr müsst noch mehr löschen, ihr müsst noch mehr löschen, sondern so wie in den USA Vorschläge erarbeitet werden, dass der Staat sagt, YouTube darf nicht einfach alles löschen, ja? You shall not censor. Da wurden mehrere Gesetzesvorschläge schon diskutiert. Leider ist bisher noch nichts in der Richtung wirklich geschehen, aber es gab wenigstens Anhörungen und Zuckerberg musste sich erklären, denn diese großen Firmen wie Facebook oder YouTube, Google, haben natürlich die Möglichkeit, auch durch Manipulation ihrer Google-Suchfunktion die Politik wesentlich und wirklich wesentlich zu beeinflussen. Und wenn man sich überlegt, dass die meisten dieser Big Tech Vertreter eben Angehörige sind der linksliberalen Geistesströmung und nicht des Konservatismus, führt das doch zu einem erheblichen Ungleichgewicht und zu einer Benachteiligung eben der konservativen Ansichten im politischen Diskurs. Und ja, deshalb trotzdem nochmal kurz zur Diskriminierung. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht zu lange reden, aber ich habe Diskriminierung am Samstag gleich zigfach erlebt. Also ich habe wegen dieser Sache am Christopher Street Day eine Vorladung bekommen von der Polizei, weil ich also dort gegen das Versammlungsrecht verstoßen hätte, nämlich dieses Transparent gezeigt habe, Make Mannheim Straight Again.
Hätte ich anmelden müssen. Nun kam mir die Idee aber erst abends. Ich hatte gerade noch Zeit, im Baumarkt eine Sprühdose zu besorgen und einen Bettlaken. Aber gut, ne, es gibt nun mal dieses Gesetz. Ich wäre dafür, dass so ein blödsinniges Gesetz abgeschafft wird. Ja, also ich finde, jeder hat das Recht, sich spontan zu versammeln, sollte das Recht dazu haben, meines Erachtens, und seine Meinung kundzutun. Ich war auch nicht jetzt dafür, diesen Christopher Street Day zu blockieren oder ähnliches, sondern wollte auch nur einfach am Rande meine Meinung sagen oder zeigen mit diesem Transparent. Und zu dieser Vorladung kam dann die Nachricht von YouTube, dass mein Video über diesen Christopher Street Day gelöscht wurde wegen sogenannter Hassrede. Dann hatte ich abends einen Termin zum Nachstechen eines unpolitischen Tattoos, eines Leuchtturms, kam dann ans Fitnessstudio, ans Tattoo-Studio, und da wurde mir dann gesagt, dich tätowieren wir nicht mehr. Dich tätowieren wir nicht mehr, weil wir mitbekommen haben, dass du kandidiert hast und dass du also beim Christopher Street Day an einer Protestaktion, Gegenaktion beteiligt warst. Und ja gut, das habe ich dann nach einer kurzen Diskussion so hingenommen. Wie gesagt, ich finde, dass jeder Mensch das Recht hat, zu diskriminieren in jeder Richtung. Dann ging es weiter. Abends habe ich mit Freunden hier Geburtstag nachgefeiert, meinen 31. Und Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank. Da waren wir in diversen Kneipen, unter anderem auch in einer Kneipe, die hauptsächlich von Linken besucht wird, oder von alternativen Studenten im Jungbusch, im Mannheimer Jungbusch. Und da meinten die Frauen hinterm Dresen dann, nachdem sie mir schon das Bier ausgeschenkt hatten und ich auch bezahlt hatte, dass ich doch die Kneipe verlassen solle, weil ich ja dieser Johannes Schaf sei. Und daraufhin bestand ich aber darauf, weil ich das Bier schon bezahlt hatte, dieses Bier wenigstens noch fertig trinken zu dürfen. Allerdings zog sich das dann doch eine Stunde hin, zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe die Zeit dazu genutzt, mit diesen Tresenfrauen zu diskutieren und ihnen den Spiegel vorzuhalten, dass sie also die wahren totalitären Menschen wären, weil sie es also nicht ertragen könnten. Also wenn ich jetzt der Kneipier wäre, da würde ich Linke, Schwarze, Braune, Gelbe und Christen, Juden, Moslems alle reinlassen. Das wäre mir also wurscht, obwohl ich natürlich tatsächlich auch den anderen zugestehen würde, es eben nicht so zu machen wie ich. Aber ich würde definitiv alle reinlassen in meine Kneipe. Hat ihnen da nicht gepasst, ja? Sie haben die Polizei gerufen. Gut, eine der Tresenfrauen hat am Ende sogar gesagt, kann sein, dass du und deine Kumpels sogar recht haben, aber wir wollen jetzt einfach nicht mehr mit euch sprechen. Das klingt ja nach einem sehr erfolgreichen Tag. Das war ein absolut erfolgreicher Tag. Ich komme nach Hause, morgens um 5, wache ein paar Stunden später auf, mache einen Computer an, Nachricht von YouTube, ihr Kanal wurde gelöscht. Aufgrund von Hassrede. Ja, also die Krönung. Die Krönung, ja. Also ich habe mich heute gewundert in der Mensa, dass die Köchinnen nicht gesagt haben, Entschuldigung, also ihnen geben wir kein Essen. Ja, aber da möchte ich jetzt mal einwerfen. Also einmal wüsste ich nicht, warum es nicht erlaubt sein soll, sich mit einem Schild an den Christopher Street Day hinzustellen. Normalerweise heißt doch das Grundgesetz, man darf sich frei versammeln und spontan versammeln. Und zweitens, was die Diskriminierungsgeschichte angeht, dieses Einseitige, das darf natürlich nicht sein. Entweder dürfen alle diskriminieren oder keiner. Und deswegen bin ich auch dagegen, so wie es heute läuft, weil das ist immer eine Privatsache. Ich meine, ich bin auch schon aus der Metal-Disco rausgeflogen und habe Hausverbot bekommen, weil ich der bin, der ich bin. Aber das geht die Leute doch gar nichts an. Wenn ich irgendwo hingehen möchte und ein Bier trinken möchte und Musik hören möchte, warum soll ich das nicht tun dürfen? Richtig, aber die Kneipe ist ja im Privatbesitz. Also, wenn es jetzt eine staatliche Kneipe wäre, wäre ich auch dafür, durchaus. Oder im öffentlichen Raum. Also wenn jetzt einer zu mir sagt, du kannst nicht auf den Marktplatz, ja, du kannst nicht in den Park oder sowas. Irgendwas, was städtisch ist oder staatlich. Da bin ich definitiv
dagegen. Also da sollte jeder Bürger das Recht haben, sich frei bewegen zu dürfen. Wenn es aber um sich um private Etablissements handelt, Kneipen etc. pp., dann bin ich schon dafür, dass der Wirt durchaus Hausverbot erteilen kann, an wen er gerade Lust hat. Ja? Also wenn ihm die Nase nicht passt, dann ist das sein Bier meines Erachtens. Ja? Nur ich würde niemandem Hausverbot erteilen, weil er einer anderen politischen Richtung anhängt als ich selbst, weil er andere politische Positionen vertritt. Das würde mir überhaupt nicht einfallen. Ja? Sehe ich genauso, ja. Aber deswegen wird ja auch dein Kanal gelöscht und nicht der andere. Richtig, ja, das ist ja schon eine sehr, sehr verfahrene Situation. Nur die Frage ist, wie reagiert man da drauf? Also klar, man versucht uns durch die hohen Hürden und durch den Löschterror daran zu hindern, an der Willensbildung teilzuhaben, unsere Position zu vertreten. Jetzt kann man natürlich wieder einen YouTube-Kanal aufmachen. Also ich habe das auch getan, weil ich denke, dass man sich da nicht einfach verdrängen lassen sollte, beziehungsweise dort erreichen wir ja auch die Leute, die eben nicht so sind wie wir. Und darum geht es ja eben, ne? Leute mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Leute zu überzeugen und alternative Denkmuster zu präsentieren. Nur ist es ja so, dass es dann unter Umständen wie in einem Hamsterrad ist, dass man quasi mit einem Klick gelöscht wird, wo ich auch noch drauf kurz eingehen will, wer denn dazu bemächtigt wird. Gerade Instagram gehört ja zu Facebook und da haben wir ja die Annette Kahane beziehungsweise die Antonio Amadeo Stiftung. Ja. Die quasi in die Position erhoben wurde, dort Löschaktionen durchzuführen. Das heißt, das sind ja keine Menschen, die rechtlich oder juristisch ausgebildet sind, die sagen, gut, das wird jetzt gelöscht, weil es einen Straftatbestand erfüllt, sondern die löschen ja willkürlich. Die sagen dann einfach, gut, diese Aussage von diesem Artikel, von diesem Post, zum Beispiel, das stört mich persönlich, das ist eine Aussage von der anderen politischen Feldpostnummer, den lösche ich jetzt so und das darf einfach nicht sein. Ja. Richtig, ja, also es passt aber definitiv, dass man sich da die Frau Annette Kahane ausgesucht hat, die war ja auch schon in der DDR-EM, ne? Stasi-Spitzel, das ist wirklich, das passt einwandfrei. Ja, BRD ist DDR 2.0. Also so viel hat sich da nicht verändert, sondern eigentlich nur noch alles verfeinert. Was haben wir denn für eine Alternative? Also kurz vielleicht eine Strategie von mir, die ich jetzt auch fahren werde, ist einmal wieder zurück zu physischen Datenträgern. Also ich denke mal CD, DVD, vielleicht auch das geschriebene Buch wird an Bedeutung zunehmen und die gute alte Homepage, also die Netzseite, weil da wird es schwierig, die einfach zu löschen, sei es ein WordPress-Blog oder sonst irgendetwas. Und ich möchte jetzt meine Netzseite weiter ausbauen. Ich habe ja der dritte Blickwinkel.com. Die möchte ich ausbauen, auch anderen Schreibern die Gelegenheit geben, dort Beiträge zu verfassen, um diese Seite wieder anzukurbeln. Und ich werde es dann so machen, dass ich, also auf YouTube langfristig sehe ich da auch keine Chance für mich. Es gibt ja Alternativen zu YouTube. BitTubers ist jetzt am Kommen. BitTubers.com. Da habe ich schon einige Videos hochgeladen. Das ist auch ziemlich löschsicher, wie ich mir habe sagen lassen. Und ich werde dann diese Plattformen einfach auf meiner Netzseite verknüpfen, so dass jeder, wenn er auf meine Seite geht, jedes Video immer zur Verfügung stehen hat, weil wenn bei der einen Plattform irgendwas gelöscht wird, wird es ausgetauscht durch den gleichen Inhalt von einer anderen Plattform. Und somit habe ich immer alles verfügbar und das ist ja eben Sinn der Sache. Und ich finde, oder ich denke, dass wir von diesen sozialen Netzwerken langsam leider Abschied nehmen müssen und uns auf diese Dinge konzentrieren. Also eine feste Seite, ein Ankerpunkt,
dass die Leute ganz genau wissen, alles klar, ich gehe jetzt auf die Netzseite vom Frank oder auf die Netzseite vom Johannes, ich weiß nicht, ob du dir auch noch eine einrichtest, und da finde ich halt, ich kann die Leute dort kontaktieren, ich kann dort die Inhalte anschauen, und ich denke, dass das auf Dauer am sinnvollsten ist. Oder wie siehst du das? Da stimme ich dir definitiv zu. Also ich bin da an allen Punkten tatsächlich deiner Meinung. So muss es gemacht werden und nicht anders. Wir haben schlechterdings einfach keine andere Möglichkeit. Bücher werden an Bedeutung tatsächlich wieder zunehmen. Es ist jetzt ein großer Zufall, oder sagen wir, als hätten wir es geahnt, dass ich ein Manuskript erst vor einem Monat eingereicht habe bei Europa Terra Nostra mit dem Titel Kampf ums Dasein. Und das enthält also die 10 meines Erachtens wichtigsten YouTube-Videos, die ich produziert habe. Also der Text zu diesen YouTube-Videos soll hoffentlich bald erscheinen. Damals dachte ich noch nicht, dass der Kanal gelöscht wird, aber ich dachte, es ist sehr wahrscheinlich, dass einzelne Videos sehr bald gelöscht werden, was dann auch tatsächlich angefangen hat zu passieren, seit YouTube seine Regeln so stark verschärft hat, in unsere Richtung hauptsächlich. Und also Bücher einmal, allerdings haben wir natürlich da nicht die Reichweite. Also selbst wenn das 2.000-3.000 Mal aufgelegt wird, verkauft sich so eine Auflage vielleicht in 4 Jahren ab. Wenn wir ein YouTube-Video produzieren, also bei dir viel mehr als bei mir, also ich hatte knapp 1.200 Abonnenten, aber du hast ja, ich weiß nicht, das Zehnfache davon. Also noch knapp 13.000 bei dem. Genau, also das genau, Zehnfache. Und da wird dann so ein Video innerhalb von wenigen Tagen auch 10.000 Mal angeschaut. Ja? Das kann man mit einem Buch in unserem Bereich nicht erreichen. Und es gibt viele, die eben leider keine Bücher lesen, aber durchaus mal hier und da beim Bügeln sich ein YouTube-Video reinziehen oder einen Podcast anhören. Insofern müssen wir definitiv auch weiter Podcasts produzieren, aber wie du schon sagst, auf YouTube werden wir wahrscheinlich keine Zukunft haben. Ich hatte mir mal die Umfrage angeschaut, die du gestartet hattest. Welche alternative Plattform denn favorisiert wird? Von auf meinem Telegram-Kanal, ne? Auf deinem Telegram-Kanal war das, richtig. Ich bin also in deiner Telegram-Elite, würde Martin Zellner sagen. Und da kam ja ganz deutlich heraus, dass BitChute das beliebteste Alternativ, beliebteste Alternativplattform ist. Da habe ich mich auch angemeldet, habe jetzt ein Video hochgeladen, eben das vom Christopher Street Day. Habe aber große Probleme, andere Videos, also diese ganzen Podcasts hochzuladen, die ich mit Windows Media Player erstellt habe. Habe jetzt aber alles Mögliche und was versucht, diese Dateien umzuwandeln in MP4-Dateien, aber es funktioniert nicht. Es ist auch so, anscheinend nicht nur bei mir der Fall, sondern ich habe dann beim Googlen im Netz, bin ich auf andere Leute gestoßen, die eben genau exakt das gleiche Problem hatten. Bei BitChute. Das hatte ich auch. Das lädt quasi hoch und wenn du denkst, es ist fertig, ist gar nichts hochgeladen. Genau. So ist genau. Es. Wie hast du dieses Problem behoben? Gar nicht. Ich habe einfach immer und immer wieder versucht. Dann irgendwann hat es funktioniert. Was ich auch gemacht habe, ist, du kannst BitChute mit YouTube koppeln. Das heißt, wenn du das auf YouTube hochlädst, ist es automatisch auch auf BitChute hochgeladen. Das funktioniert auch. Aber gut, das hat sich für dich momentan ja erledigt. Genau. Aber was mir auch aufgefallen ist auf BitChute, dass die Wiedergabequalität so schlecht ist. Also das ist total verpixelt. Ich habe auch nirgendwo irgendwo ein Knöpfchen gefunden, wo man auf HD stellen kann. Und generell, ja, also ich konzentriere mich auf jeden Fall auf BitTubers. Also das kann ich auch jedem Zuhörer mal einfach mal ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Die haben auch einen eigenen Browser. Und wenn man diesen Browser benutzt, wird sogar eine Kryptowährung generiert. Und die kann man dann beispielsweise spenden. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon unter meinen 4 oder 5 Videos, die ich auf meinem Kanal hochgeladen habe, den werde ich auch mal in die Videobeschreibung reinsetzen, beziehungsweise dann auch alles, was du, Johannes, hast an Kontaktmöglichkeiten und Plattformen, die du nutzt, wo man dich findet, kannst du mir die schicken, dann setze ich die in die Videobeschreibung rein. Und da habe ich zum Beispiel auch schon ein paar Spenden, gut, das sind jetzt Centbeträge,
Aber bittubers.com, das läuft ja gerade erst an, die sind noch in der Beta-Phase. Das heißt, dass ständig werden Neuerungen, Aktualisierungen hochgeladen. Und auf mich macht das auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Es wirkt auch viel professioneller als BitChute. BitChute, das ist teilweise am Laden, am Rödeln und da tut sich nichts. Und das hast du bei BitTubers eben nicht. Also das kannst du dir auch gerne mal anschauen, kann ich nur weiterempfehlen. Und ich denke mal, wenn das mehr Leute kennen, dann werden auch mehr Leute dahin wechseln. Ja, bisher ist es jetzt leider mit dem Bekanntheitsgrad noch nicht weit her. Also in deiner Umfrage hat ergeben, circa 70% für BitChute und für BitTubers waren es, glaube ich, nur 6% oder so, die diese Vimeo hatte Plattform ich auch noch nutzen. drin, aber Vimeo ist auch schon am Löschen. Also bei mir noch nicht, aber ich kenne Plattformen, die dort verschwunden sind. Ja. Also es müsste definitiv eine Plattform sein, die auch damit wirbt, ein Leuchtturm der Redefreiheit zu sein. Ansonsten hat das natürlich keinen Sinn. Definitiv, ne? Und Also das ist. Dailymotion wird wahrscheinlich auch löschen, beispielsweise. Ja, da habe ich auch ein paar Sachen hochgeladen, aber es ist, glaube ich, nur bis eine Stunde begrenzt, meine Genau, ich. ja. Da Ja, kann da man fahren noch ja dann schon. einige längere Podcasts leider nicht hochladen, ja. Ja, wie gesagt, und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist, ich glaube, bis zu 60 Minuten auch kostenlos. Danach eine kleine Gebühr, aber das ist es mir dann auch wert, wenn ich weiß, dass ich die Arbeit, die ich in meine Videos stecke, dass das nicht vergebens ist und dass das dann ja, mit einem Knopfdruck von irgendjemandem, dem diese Inhalte nicht passen, wieder beseitigt wird. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Videos auf USB-Sticks raufkopiere und dann über meinen Sonnenkreuzladen anbiete. Aber also hier zum Selbstkostenpreis. Ich will da jetzt kein Geld mit verdienen. Ja, Aber ich ja. denke mal, wie du schon sagst, also so ein Buch, klar, das hat nicht die große Reichweite, aber es hat einen bleibenden Wert. Na, wenn ich ein Buch habe, das ist ein Bücherschrank, das ist natürlich auch wieder, sage ich mal, kulturell hochwertiger. Ja, man kann drin nachschlagen, man liest, man hat was in der Hand. Und was nützen mir 80.000 Abonnenten auf YouTube, wenn mit einem Knopfdruck alles weg ist, die Inhalte sind weg, die Abonnenten sind weg und du fängst immer wieder von vorne an. Also ich denke, man sollte so eine zweigleisige Strategie fahren. Ne? Einmal natürlich sich nicht verdrängen lassen, aber wirklich diese sozialen Netzwerke vielleicht nur noch als Ankündigungen nutzen. Zum Beispiel könnte ich so machen, falls mein Kanal, der dritte Blickwinkel, nicht komplett gelöscht ist, dass ich einfach nur Ankündigungsteaser hochlade auf YouTube und verweise dann quasi auf BitTubers und jeder von den knapp 13.000 Abonnenten klickt dann irgendwo drauf und landet dann eben auf der anderen Plattform. So würde man auch Leute von YouTube halt eben wegziehen, ne? Richtig, richtig. Ne, finde ich gut an sich. Da könnte YouTube aber auch irgendwann sagen, naja, du verweist mit diesen Videos auf Videos, die den Hassrede-Kriterien entsprechen, die wir willkürlich hier für uns festgelegt haben. Und dann könntest du sogar aufgrund dessen vielleicht irgendwann gelöscht werden. Also es ist halt total absurd, was Ja, hier hast du abgeht. recht, auf Ich habe jeden Fall. heute auf Facebook habe ich ein Bild gesehen, auf dem sich vier Kreise befanden, so wie man sie aus der Mengenlehre kennt. Die haben sich dann alle in der Mitte überschnitten und im linken Kreis ganz oben stand drin, ich überlege gerade, was war es für ein Buch, ja genau, 1984, ja. Links unten im Kreis stand drin Brave New World, also die schöne neue Welt. Und rechts oben Idiocracy, ein fantastischer Film, also Kenne kann ich. ich jedem nur ans Herz legen, wirklich also wunderbar. Ist zwar nicht so hochwertig jetzt gemacht, also nicht, da wurde sicherlich nicht so viel Geld ausgegeben bei der Der ist ja schon Produktion, was älter, aber ne? ist schon etwas älter, aber man kann ihn wirklich nur weiterempfehlen, diesen Film. Realsatire, sag ich. Realsatire, definitiv. Und ganz unten rechts The Camp of the Saints, also Das Heerlager der Heiligen. Auch ein Buch, was man wie die anderen beiden Bücher von Orwell und Huxley definitiv nur empfehlen kann. Und in der Mitte, wo sich also all diese Kreise überschnitten haben, befand sich der berühmt-berüchtigte Clown-Frosch Pepe, der mit einem Martini-Glas einem zugeprostet hat, mit einem
recht traurig resignierten Blick über die Clownwelt, in der wir uns offensichtlich zurzeit befinden. Ja, ein Irrenhaus, ne? Ja. Und das ist eine Kombination quasi aus diesem Film und den drei Büchern. Also das ist genau die Realität zurzeit. Ja, wusstest du eigentlich, dass Huxley, dass das quasi ein Insider war? Also das, was er beschrieben hat, das hat er gar nicht abgelehnt, sondern er war Teil dessen. Ja, also über seine Beweggründe kann man natürlich lang und breit diskutieren. Es ist definitiv ein interessantes Buch, was man auf jeden Fall lesen sollte. Und es gibt dazu auch noch ein gutes YouTube-Video vom Schattenmacher. Mhm. Kenne ich, also der Name sagt mir irgendwas, ich habe mir auch schon was von ihm angeschaut. Der macht auch so Podcast, also man sieht ihn gar nicht, ne? So Podcast-mäßig, glaube ich, macht er das. Genau, richtig, ja. Mhm. Ab einer bestimmten Größe von Kanälen ist, glaube ich, die Gefahr, gelöscht zu werden, nicht mehr ganz so hoch. Beispielsweise wurde ja Black Pigeon Speaks gelöscht mit einer 500.000 Follower, also 500 noch was 1000. Mittlerweile sind es vielleicht sogar noch mehr, 700.000 oder so, weil er durch die Löschung natürlich einiges dann nochmal an Publicity erhalten hat. Und da, siehe da, hat YouTube seinen Kanal nach einiger Zeit wiederhergestellt. Weißt du, was die unternommen haben? Also wir werden wahrscheinlich mit einem Anwalt dagegen vorgegangen sein. Ich weiß es nicht, was jetzt in seinem Fall genau ausschlaggebend war. Ich glaube, da natürlich zum einen natürlich die hohe Anzahl an Abonnenten, da werden sicherlich auch einige dabei gewesen sein mit etwas Einfluss, die sich dann für ihn verwendet haben. Und von Jared Taylor weiß ich es aber definitiv, dass er gegen Big Tech, gegen YouTube prozessiert hat und Recht erhalten hat in den USA. Also die mussten tatsächlich seinen Kanal wiederherstellen. Er war erst eine Zeit lang gesperrt, glaube ich, dann war es gelöscht, also American Renaissance. Und er hat diesen Prozess tatsächlich gewonnen. Ja, das sind dann so die Glanzlichter. Also dass es doch anscheinend funktioniert. Nun gut, kann man natürlich nicht Amerika auf 1:1 auf Deutschland übertragen. Also ich habe mal mit einem Anwalt gesprochen und der meinte, das wäre halt, man müsste einen Präzedenzfall schaffen, also komplett diese ganze Anklage oder beziehungsweise die Vertretung eines YouTubers in Deutschland, und das würde halt Unmengen an Geld verschlingen, so hatte man mir das gesagt, und deswegen hatte ich dann auch davon abgesehen. Ja, weil ja. Das kann man, gut, man kann natürlich jetzt wieder auf Spenden sammeln gehen, aber ich hatte da auch weder die Zeit noch die Lust, da mich damit zu befassen. Es ist natürlich ärgerlich und klar, man soll auch nicht alles mit sich machen lassen, aber sowas würde ich dann wahrscheinlich dann doch eher den YouTubern überlassen, die dann tatsächlich, weiß ich nicht, 100 oder 200.000 Abonnenten haben. Zum Beispiel Nuoviso, die wurden ja auch, ja anscheinend löscht YouTube nicht, sondern stellt es auf inaktiv, weil die Inhalte sind ja anscheinend dann doch irgendwann wieder da. Bei Nuoviso hat man das auch getan. Und die sind dann aber wieder zurückgekommen. Ich weiß aber nicht, wie die das gemacht haben, ob die auch prozessiert haben oder nur gedroht haben. Das kann ich jetzt leider nicht, kann ich nichts zu sagen. Richtig, ja, Martin Sellner hatte ja war auch in, da war auch ein Video gesperrt worden und er hat dann eine Beschwerde eingelegt. Gut, das habe ich natürlich auch schon gemacht, das hat aber bei mir jetzt nichts gebracht. Bei ihm wurde tatsächlich dann wieder ein Video freigeschaltet. Das heißt, es funktioniert teilweise. Es kommt wahrscheinlich dann auch immer darauf an, wer das dann im Einzelfall entscheidet. Hat der Mensch noch ein wenig Rückgrat, der da, wo gut, vielleicht, weiß ich nicht, die bei YouTube arbeiten, haben vielleicht alle keins, ich weiß es nicht. Aber wenn der Mensch einen ganz ekelhaften Charakter hat, der also ganz totalitär andere Meinungen unterdrücken möchte und zufällig selber auch noch linksliberal denkt, dann hat man da, glaube ich, sehr schlechte Karten. Und ich wurde neulich von einem türkischen YouTuber kontaktiert und habe mit ihm auch über die Löschung einzelner Videos von mir gesprochen, die er teilweise auch gesehen hat. Also unser Gespräch beispielsweise hat er auch gesehen gehabt, kurz bevor es gelöscht wurde, unser kleines Interview da am Rande der Konferenz der Nova Europa Society. Und er sagt, also diese Löschung war völlig lächerlich. Er kann sich nicht erklären, weshalb gerade YouTuber wie wir beide, also die wir mit Menschen anderer Abstammung das Gespräch suchen, warum gerade wir ständig
Löschungen zum Opfer fallen, beziehungsweise unsere Videos und nicht andere. Ja? Also das fand er sehr seltsam. Ich meine, du hast ja schon seit langem das Projekt mit Nana und ich habe auf meinem Kanal ja auch Kurden interviewt, Türken, muslimische Bosniaken, Juden, dann ein Iraner. Dass gerade unsere Kanäle also wegen Hassrede gelöscht werden, ist absolut absurd. Ja, aber vielleicht gerade deswegen, weil wir ja nicht diesem plumpen Klischee entsprechen. Also wenn die Leute mehr auf uns aufmerksam werden, dann zieht ja diese plumpe Propaganda vom Regime ja nicht mehr. Dann sieht man ja, dass Nationalisten oder du dann als ja, Rassisten, dass sie ja durchaus in der Lage sind, auch mit Fremden, mit Ausländern, mit Fremdrassigen vollkommen vernünftig und respektvoll zu reden. Und dann wird ja diese ganze Propaganda, die im Fernsehen läuft, das wird ja gar nicht mehr ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass... Kleine Intervention an dieser Stelle. Du warst zwar damals da, als ich im Vortrag gesagt habe, ich sei Rassist, und das wird mir auch ständig hier nachzitiert, aber ich muss natürlich dazu sagen, ich bin Rassist, wenn, und das habe ich dann in dem Vortrag natürlich gesagt, wenn Rassismus mittlerweile das und das und das bedeutet, ja, nämlich nur für den Erhalt zu plädieren des eigenen, dann bin ich ein. Also kein Rassenchauvinist, genau, kein Rassenchauvinist. Bestimmt nicht, also ich bin jetzt niemand, der sagt, die Schwarzen müssen auf den Plantagen schuften oder sowas, also definitiv nicht. Aber würdest du dich dann als Rassenrealist bezeichnen oder würdest definitiv als Rassenrealist, ja. Ja gut, dann korrigiere ich das. Ich hatte das nämlich in der Tat noch im Hinterkopf und wenn man, je nachdem wie man es definiert, dass halt eben für einen Menschen die Rasse im Mittelpunkt steht oder ein zentraler Bestandteil ist, dass man sich dann als Rassist bezeichnet, das ist natürlich erstmal wertfrei. Ne? Aber selbstverständlich kommt es natürlich in der großen Masse, die haben ja ein vorgefertigtes Bild, das man dann schön mit negativen Assoziationen verklammert hat. Deswegen bezeichne ich mich auch lieber als Rassenrealist, ne, als völkisch. Also es gibt ja diese Wortschöpfung noch Racialist, also Rassialist. Klingt für mich jetzt aber relativ gesucht. Oder nichts Halbes, nichts Ganzes. Es klingt zu künstlich. Also ich würde meine Ansichten als libertär, konservativ bezeichnen, also freiheitlich und konservativ. Wir können uns auch noch über den Konservatismus unterhalten, weil du da an dem Punkt natürlich eine ganz andere Einstellung hast, eine ganz andere Meinung. Aber ich glaube einfach, weil wir eben das unterschiedlich definieren, es geht mir jetzt nicht darum, den Status quo in der BRD zu erhalten, sondern es geht mir darum, andere Dinge zu erhalten. Also da kann man natürlich anderer Meinung sein, wenn man sagt, okay, Konservatismus heißt, du willst, dass sich jetzt eben überhaupt nichts verändert. Das stimmt natürlich in meinem Fall nicht, aber ich bin, was soziale Fragen und so weiter anbelangt, relativ konservativ, aber auch zugleich sehr freiheitlich, also identitär und libertär. Auch wenn Gunnar Kaiser meint, das sei ein Widerspruch und man könne niemals zugleich identitär und libertär sein, also ich bin da völlig anderer Ansicht. Für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Natürlich überwiegt mal das eine, mal das andere, aber irgendwo da in der Mitte muss man letztendlich austarieren, wie die Gesellschaft zu sein hat oder am besten sein sollte, damit eben nicht das eine oder das andere Extrem überwiegt. Und was die Rassenfrage anbelangt, bin ich selbstverständlich Rassenrealist und kein Rassist im klassischen Sinne. Genau. Aber vielleicht muss man es ja auch gar nicht immer mit irgendwelchen Ismen beschreiben. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie der Libertarismus den Menschen definiert, aber der Liberalismus geht ja zum Beispiel von einem egalitären Weltbild aus. So. Und das passt bei mir nirgendwo rein. Also die Menschen sind nicht gleich. Weder gleichartig noch gleichwertig. Und deswegen, ja. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber man muss natürlich immer da definieren, was für einen Liberalismus sprechen wir jetzt? Also genau. von diesem völlig verrückten Liberalismus, der momentan an der Tagesordnung ist, also dass man alles gleich machen möchte, also die Geschlechter sollen verschwinden, die
Unterschiede zwischen den Völkern, Rassen, alles soll gleich gemacht werden. Also das ist natürlich eine absolute ideologische Geisteskrankheit. Und definitiv kein Liberalismus, der in einem gesunden Staatswesen gedeihen und blühen sollte. Aber der klassische Liberalismus, der sagt, die Bürger brauchen bestimmte Rechte. Also ich bin natürlich dagegen, dass man sagt, die haben die einfach, also nach Rousseau, die werden quasi damit geboren oder sowas, die sind unveräußerlich, die waren auch schon immer da. Nee, also wenn das so wäre, dann hätte man die schon in der Antike gekannt. Ja, also die alten Griechen und Römer waren ja auch nicht dumm. Und wenn das also so evident wäre, eine evidente Tatsache, dann wäre diese Tatsache bestimmt nicht erst in der Renaissance, in der Aufklärung, der Zeit der Aufklärung gleichsam entdeckt worden. Aber ich finde es gut, dass man sagt, jeder Bürger hat die gleichen Rechte und ist vor dem Gesetz gleich. Das ja, die gleichen einen, Voraussetzungen. Ist vor dem Gesetz gleich. Also man kann jetzt nicht den einen für eine Straftat härter verurteilen als den anderen, weil man sagt, okay, nee, der ist jetzt aber irgendwie von der Einstellung eher links. Dann verurteilen wir den mal härter oder weniger hart als den anderen. Also deshalb, was diese Form von Liberalismus anbelangt, dass man sagt, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das ist ein positiver Aspekt dieser Geistesrichtung, dieser Strömung. Und das ging auch teilweise eben zusammen mit den Rechten, also was nicht Rechten, also mit den nationalen Kräften, doch, die waren auch wirtschaftlich rechts. Also man kann sagen, die 48er, das waren also Nationalliberale, auch die ersten Burschenschafter und so weiter. Das ging damals mit der Nationalbewegung Hand in Hand, also das Hambacher Fest und so weiter. Und diese Form des Liberalismus damals, die sehe ich nicht, auch wenn das manche jetzt in der konservativen Revolution vielleicht anders sähen, aber die sehe ich gar nicht als das große Problem an, sondern das Problem ist diese Extremform von Liberalismus, die eben alles tatsächlich gleich machen möchte. Ja? Also ein bisschen Liberalismus als Schutz vor dem Staat, also als Schutz des Individuums vor einem zu starken Staat, der alles bestimmt, sich überall einmischt in die Belange der Bürger, den halte ich für positiv. Aber diese Form des Liberalismus, die wir heute in den USA und in Deutschland, was den Mainstream anbelangt, sehen, die halte ich für äußerst gefährlich und die wird auch wahrscheinlich dazu führen, dass wir irgendwie wieder in ein totalitäres System reinrutschen. Ja? Also wenn die Grünen die Macht hätten, würden sie vielleicht sogar Gedankenverbrecher einsperren. Also nicht nur Personen, die ihre Gedanken äußern, die dem Mainstream konträr gegenüberstehen, sondern auch bei Personen, wo sie vermuten, dass die vielleicht denken, was ihnen nicht passt. Ja? Also so weit kann es ja auch noch kommen, ja, dass man, ja, das war doch schon, wenn man irgendwas geäußert hat, schon eingesperrt wird, was den Herrschenden nicht passt, sondern weil man irgendwas angeblich vielleicht gedacht hat, was den Herrschenden nicht passt. Ja? Also so weit kann es tatsächlich auch noch kommen. Und dann ist natürlich für uns Gulag angesagt. Ja, das war das, was der Herr Tauber, meine ich, von der CDU doch schon gesagt hat, hat auch getwittert, dass man gewissen Leuten auch die Grundrechte entziehen sollte. Richtig, richtig, ja. So, generell habe ich da nichts dagegen, wenn es Kinderschänder und Vergewaltiger trifft, weil irgendwo, also wie, du hast ja die Grundrechte angesprochen, finde ich auch in Ordnung. Jeder, der auf die Welt kommt, soll diese Grundrechte haben, soll damit ausgestattet werden. Aber ich finde, jeder Bürger in einem Staat. Jeder Bürger. Das ist eben die entscheidende Distinktion, die ich hier mache. Nicht jeder, der einfach übers Mittelmeer schwimmt, hat hier die gleichen Rechte zu haben wie ein Italiener oder ein Deutscher, ja, wenn er hier ankommt in Europa. Aber in einer Demokratie, in einem Staatswesen, soll jeder Bürger definitiv die gleichen Rechte haben. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Nur die Frage ist, ich denke, dass aber, dass es so sein muss, dass jemand, der ständig gegen die Gemeinschaft handelt, auch diesen Grundrechte irgendwann mal erzogen werden muss.
Ja, also es kann ja nicht sein, dass ein Täter sich auf die gleichen Grundrechte berufen kann wie sein Opfer. Und das haben wir ja heute, dass wenn irgendein Verrückter über Kinder und Frauen herfällt, der kriegt dann zwei Sozialpädagogen an die Seite gestellt und die Opfer können sehen, wo sie bleiben. Ja, das darf natürlich nicht sein. Also es darf natürlich nicht der Täterschutz vor Opferschutz gehen und so weiter. Also solche Absurditäten sind selbstverständlich meines Erachtens völlig verfehlt. Aber dass jetzt auch Tätern komplett alle verbrieften Rechte, wenn sie denn Staatsbürger sind, die ihnen die Verfassung beimisst, einbüßen sollen, egal für was sie getan, da bin ich dagegen. Also da ich finde schon, dass vor dem Gesetz dann wirklich jeder gleich behandelt werden sollte. Über das Strafmaß lässt sich natürlich diskutieren und da ist es teilweise lächerlich, was diese Personen an Strafen halten. Ich bin auch für die Einführung der Todesstrafe, wenn ganz klar feststeht, dass jemand das und das Verbrechen begangen hat, für das das Gesetzbuch in diesem Fall die Todesstrafe vorsieht. Ich meine, in den USA gibt es die Todesstrafe nicht, weil die USA weniger demokratisch sind als irgendwelche europäischen Länder, sondern ganz im Gegenteil, weil die USA demokratischer sind, ja, als andere Länder. Denn das Volk möchte die Todesstrafe, beispielsweise in Texas oder in Virginia. Ich meine, es werden ja auch nicht in allen Bundesstaaten die Todesstrafe, wird nicht in allen Bundesstaaten vollstreckt. Jetzt ist gerade im Gespräch, ob sie auf Bundesebene wieder vollstreckt werden soll. Trump ist dafür. Aber in den einzelnen Staaten ist es doch der Wille der Bevölkerung, der letztendlich darüber entscheidet, ob die Todesstrafe abgeschafft wird oder beibehalten wird. Und es gibt nur noch ein paar Staaten, in denen regelmäßig die Todesstrafe vollstreckt wird. Und ich glaube, die Hälfte davon in Virginia und Texas allein, in liberalen Bundesstaaten oder linkeren, ich sag mal, Bundesstaaten, in denen die Demokraten, heißt ja nicht, dass die Republikaner nicht demokratisch sind, aber in denen die Demokratische Partei das Sagen hat, wurde die Todesstrafe schon längst abgeschafft. Ja? Wird nicht mehr praktiziert, nicht mehr durchgeführt. Das heißt, es ist wirklich dem Willen des Volkes entsprechend, ob diese Strafe verhängt wird oder nicht. Und wenn sie im Gesetzbuch steht, finde ich, dann kann man sie auch anwenden. Ja, durchaus, durchaus. Also ich wollte es nicht damit sagen, dass jetzt Willkür herrschen soll, nur weil einer eine Straftat begangen hat. Natürlich wird der natürlich auch vor dem Gesetz dann dementsprechend korrekt behandelt. Ne? Genau. Nur heute ist es ja so, dass Täter ja aus der Verantwortung für ihr Handeln genommen werden. Ne? Und das kann es ja nicht sein, das meinte ich damit. Ja? Also, dass dann gesagt wird, ja, die Gesellschaft ist schuld oder Hatte eine schlechte man will Kindheit, dem, ja. man schlechte Kindheit, man will ihm ja nicht seine Zukunft verbauen. Das sind ja dann alles diese Auswüchse, die wir heute in dieser ja, liberalen Demokratie haben. Ne? Und das darf natürlich nicht sein, dass keinerlei Konsequenz für ein entsprechendes Verhalten zu befürchten ist. Richtig, richtig. Also das ist im Grunde ja kein klassischer Liberalismus, sondern das ist diese Kuschelpädagogik der Alt-68er, der Kulturmarxisten, derjenigen Menschen, die eben in der Tradition von Adorno und Marcuse, Horkheimer und so weiter stehen. Die haben den Marsch durch die Institutionen ja erfolgreich durchgeführt Ja, weil die und Voraussetzungen gegeben wurden. die Ergebnisse sehen wir im Bildungswesen, also unser Bildungswesen ist am Ende, ja. In Baden-Württemberg wurde es innerhalb kürzester Zeit von wirklich einem erstklassigen Niveau herabgesenkt und ist jetzt irgendwo hinten Schlusslicht mit Bremen oder so, also noch nicht ganz, aber in diese Richtung geht's tendenziell. Also das hat uns die grüne Politik in Baden-Württemberg gebracht. Also Bildungswesen dann auch in anderen Bereichen, beim Strafmaß, bricht sich diese Geisteskrankheit natürlich dann immer wieder Bahn. Ja, nur fragt sich dann halt eben, ob das, was man vorher hatte, wenn du sagst, diese positiven liberale Demokratie, die wir mal hatten, aber die nicht so krank war wie heute, dass aber genau diese, die wir vorher hatten, den Weg geebnet hat, dass wir quasi diese Verfallserscheinungen, die wir heute haben, erst, dass es so weit kommen konnte.
Das kann man natürlich fragen und dann kann man zurückgehen und kann sagen, ja gut, ursprünglich liegt das aber im Christentum. Im Christentum sind die Menschen schon alle gleich. Also der Universalismus, und das ist ja letztendlich auch Pierre Krebs Position, und ich, also geistesgeschichtlich gebe ich ihm auch recht. Ja, ich habe nur meine Zweifel mittlerweile, also ich war früher davon überzeugt, dass das Christentum schuld ist an der Misere, und habe auch da mit Julius Evola und anderen übereingestimmt. Dietrich Schuler beispielsweise war ein Nachbar, kann man fast sagen. Also ich saß oft bei ihm und habe mit ihm lang und breit über das Christentum diskutiert, als ich so 15, 16 Jahre alt war. Habe sein Buch Jesus Europas falscher Gott gelesen und war also davon überzeugt, das Christentum ist die Ursache gewesen, die diesen Verfall letztendlich vorbereitet hat, den Weg geebnet für auch den Liberalismus, für den Universalismus und so weiter. Mittlerweile glaube ich, dass sich das wahrscheinlich auch ohne das Christentum und auch ohne die Freimaurer und so weiter wahrscheinlich irgendwann durchgesetzt hätte. Also ich habe eher das Gefühl, dass der Europäer ein wenig dazu neigt. Ja, also dass der zum Universalismus einfach neigt. Und ich sehe es nicht wie Alain de Benoist, die Hauptursache darin im Christentum. Also er spricht dann nochmal an einer Stelle davon, dass der Universalismus die tiefste Spur sei, die das Christentum im Abendland gezogen habe. Kann man so interpretieren? Ich weiß aber nicht, ob man so interpretieren muss. Ja, also es gibt auch Formen des Christentums, die eigentlich relativ unschädlich sind, was jetzt unsere Denkrichtung anbelangt. Beispielsweise habe ich in Südafrika mich oft mit den Calvinisten dort unterhalten, die sagen, naja, also die Buren sind Gottes auserwähltes Volk. Also die machen es dann ähnlich wie die Juden. Da hat ja Feuerbach schon drüber geschrieben, über dieses Phänomen. Also die Buren machen es so wie die Juden, sagen, sie sind das auserwählte Volk, sie sind der verlorene so und so viele Stamm oder sowas. Ja, Schotten deshalb, angeblich auch. Engländer haben jeder alles zurecht. Die Engländer haben sich jeder alles zurecht, wie es gerade passt. Genau. Und wer jetzt da auserwählt ist, die gleichen Diskussionen hat man im Islam, wer denn jetzt den wahren Islam vertritt, das sind so Dinge, die interessieren mich gar nicht. Also das Christentum lehne ich schon. Mir geht es jetzt darum, die sind eben nicht universalistisch. Diese Formen des christlichen Glaubens, die sagen, wir sind die Auserwählten und mein Nächster ist nur mein Nächster mit Bure sozusagen, nur mein Nachbar. Also die interpretieren das eben so. Meine Schwester und die ganzen anderen liberalen Christen würden aber sagen, naja, mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat Jesus ganz klar gemacht, wer der Nächste ist, nämlich auch der Fernste ab und zu. Und das glaube ich schon, dass das Christentum, was die Fernstenliebe anbelangt, also so nennt das Dietrich Schuler, durchaus mit in die Verantwortung genommen werden muss für den Zustand, in dem wir uns heutzutage befinden. Aber ich möchte sagen, es ist eben nicht alles schwarz-weiß. Es gibt in Osteuropa viele positive Auswirkungen eben zuweilen des orthodoxen Glaubens, also der macht die Menschen teilweise konservativer. Edward Dutton hat beispielsweise nachgewiesen, dass es eine Korrelation gibt zwischen Konservatismus und Religiosität. Und in den USA, im Bible Belt oder in den Teilen des Landes, die also noch relativ ländlich geprägt sind, sind die Menschen auch viel, viel religiöser als in der Stadt und gleichzeitig auch viel konservativer und wollen viel mehr das eigene bewahren. Ja? Bei den Buren genauso, also Orania ist auch, da gibt es Konfessionsschulen, also da geht die Religion mit der kulturellen Identität Hand in Hand. Ich denke aber mal, das, was Pierre Krebs angesprochen hat, war so dieser Mainstream-Christentum, also das, was man gelehrt bekommt oder was man zu hören bekommt, wenn man in die Kirche geht. Und ich habe ihm da ja auch die Frage gestellt, ob es nicht eher sinnvoll ist, die egalitären Ideologien, die wir heute haben, auch so zu benennen. Also wenn ich heute jemandem erzähle, das Judeo-Christentum ist heute der größte Feind, dann wird er mich fragend anschauen.
weil ich eher der Meinung bin, dass man das dann schon als ja, den Liberalismus, also auch diese Formen, die du auch ablehnst, oder diese egalitären Ideologien, dass man die tatsächlich so benennt, wie sie sind. Wenn ich heute einem erzähle, Judeo-Christentum, der wird ja sagen, ja warum, die Kirchen sind doch leer, wo ist denn das große Problem? Ja, also ich würde da schon eher konkreter werden. Ja, sicherlich, schon damals bei den Römern war es ja so, es war ja nicht ohne Grund, dass sie die Christen den Löwen zum Fraß vorgeworfen haben. Die kamen dann mit irgendeiner Ideologie, liebt eure Feinde, werft eure Waffen weg, und wenn ich eine Legion habe, die dann nicht mehr kämpfen will, sondern die andere Wange hinhält, dann kann ich natürlich verstehen, dass so ein römisches Imperium versucht, diese Ideologie einzudämmen. Richtig, der letzte pagane Kaiser, der letzte heidnische Kaiser, Julian Apostata, hat das ja auch ganz gut aufs Korn genommen. Immer hat er sie gegen die Christianer eine Schrift verfasst, gegen die Christen. Und ja, die Christen haben damals den Kriegsdienst, Dienst in den Legionen und so weiter abgelehnt. Und letztendlich, wie die Zeugen Jehovas heute noch sich verhalten, also staatszersetzend. Obwohl man damit sagen kann, Zeugen Jehovas, die sind natürlich auch ein sehr, die sind auch sehr die Familie, das ja ganz richtig, genau, ne? Ja. Die leben Homosexualität ab, Drogen und setzen die Familie in den Mittelpunkt. Das sind natürlich durchaus auch wieder Punkte, die ich befürworten würde, aber wenn man sich mal so einen Wachturm anschaut, der ist ja total multikulturell. Ja, da ist dann auch alle Völker, alle Rassen. Hauptsache, sie glauben an Jesus Christus oder an Jehova. Ich weiß jetzt gar nicht, was Jesus Christus für sie für eine zentrale Rolle spielt. Aber generell ist es trotzdem etwas, wo ich so meine Zweifel habe, dass das wirklich diese Identität stiften kann, die uns ausmacht. Ich habe einen Artikel geschrieben, der wird im nächsten Werk Codex erscheinen. Und da habe ich dann zum Beispiel denjenigen auch nationalen Christen vorgeworfen, dass sie eine Art Stockholm-Syndrom haben. Denn diejenigen, die heute einen positiven Bezug zum Christentum haben, was hätten die denn für einen positiven Bezug oder was für einen Bezug zum Islam, wenn uns die Osmanen überrannt hätten? Ja? Also wäre dann auch der gute Europäer Moslem, weil die sich damals durchgesetzt haben. Ich meine, das Christentum kommt nun mal aus dem Orient. Und wenn ich jetzt sage, das ist meine Identität, dann finde ich das etwas befremdlich. Denn wie kann etwas, was aus dem Orient kommt, das sich hier natürlich breit gemacht hat, wie kann das denn dann meine eigene Identität sein? Und wenn ich von Identität spreche, muss ich dann nicht unter diese aufgezwungene Schicht blicken? Ja. Also ich gebe dir teilweise recht, aber das Christentum ist natürlich schon sehr, sehr lange vom Orient zunächst nach Rom und dann ins restliche Europa gekommen und ist teilweise heute definitiv ein Teil beispielsweise der Identität von, sagen wir, Rumänen, ja, also das orthodoxe, und zwar in dem Fall römisch-orthodoxe, nicht griechisch-orthodoxe Christentum, ist Teil der rumänischen Identität, und Teil der polnischen ist eben der Katholizismus, und Teil der schweizerischen vielleicht die reformierte calvinistische Kirche, genauso wie die Calvinisten in Schottland, also eigentlich alle Presbyterianer sind und sich auf John Knox zurückführen und so weiter. Also ich glaube schon, dass es teilweise wirklich einen großen Teil auch der Identität dieser Menschen ausmacht. Und es sind natürlich auch abendländische Denker gewesen, die immer wieder am Christentum herumgedoktert haben, herumgefeilt, nicht zuletzt Luther, und da auch ihre eigenen Standpunkte mit eingebracht haben, und schon zu Anbeginn war das Christentum beeinflusst von der griechischen Philosophie. Und also ich finde, man kann schon sagen, es kommt ursprünglich aus dem Orient, ja, aber es hat sich doch sehr oft und sehr stark gewandelt, auch durch den langen Kontakt mit den Christen, und der Katholizismus ist heidnischer als der Protestantismus, weil der Protestantismus ja wieder, der ist ja wieder ad fontes, zu den Quellen zurück, sola scriptura, allein die Schrift, hat Luther gesagt, und somit ist es bei den Protestanten eigentlich wieder ähnlicher, ursprünglicher, näher am
Judentum als der Katholizismus es ist. Also, aber man kann darüber viel und lang diskutieren. Ich sehe jetzt jemanden, der, und das hat ja auch Pierre Krebs definitiv gesagt, der mit uns der Meinung ist, dass der große Austausch stattfindet und verhindert werden sollte, aber ab und zu sonntags in die Kirche geht, kein Gegner. Sondern mit solchen Personen, finde ich, müssen wir zusammenarbeiten und diese Grundsatzdiskussion, Grundsatzdebatten über das Christentum, die, finde ich, sind hinten anzustellen. Also das wäre jetzt meine Sichtweise auf das Ganze. Nee, gehe ich auch mit. Also ich habe ja auch im Kreise derer, mit denen ich hier zu tun habe, gibt es ja auch Christen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich denen dann den Handschlag verweigere. Das ist ja auch das Fazit, was wir da mit Dr. Krebs hatten. Und das sehe ich natürlich auch so, aber generell, sage ich mal, leiste ich mir den Luxus, das auch mal zu hinterfragen, ja, weil immer viel über die Identität gesprochen wird. Und das ist halt eben die Frage, ob etwas, wenn es lange genug dazugehört, ob es dann tatsächlich Teil davon ist. Also oberflächlich natürlich, aber genauso könnte ja auch ein Afrikaner argumentieren mit der Begründung, ja, ich bin ja schon hier geboren, also bin ich Deutscher. Nee, ist er natürlich nicht. Ja. Also das sind alles so Standpunkte, die man durchaus mal diskutieren kann, aber da gebe ich natürlich recht, das soll kein neuer Spaltpilz sein, dass sich diejenigen, die sich für Deutschland und auch für Europa einsetzen, dass die jetzt sich jetzt noch in Religionskriegen gegenseitig Knüppel zwischen die Beine werfen. Genau, richtig. Übrigens noch zu den Zeugen Jehovas wollte ich ganz kurz was sagen. Ich habe am Tag vor dieser Aktion abends habe ich Zeugen Jehovas getroffen. Ich habe mit ihnen kurz gesprochen, was sie grundsätzlich von einer Aktion hielten beim Christopher Street Day, wenn man da also ein Transparent entrollt, mit beispielsweise der Aufschrift gegen den schwulen Lesben- und Transenkult oder dergleichen mehr. Und sie haben mir also recht gegeben, dass wenn man nach der Bibel lebt, abzulehnen ist, diese Art von Sexualität, nicht einmal nur das Ausleben, sondern tatsächlich generell einfach diese Praktiken. Ich bin ja nur gegen diesen Hype, diese öffentliche Zurschaustellung und so, was da ein Schwuler in seinem Hinterzimmer macht, interessiert mich nicht, solange da eben keine Tiere oder Kinder und so weiter zu Schaden kommen, ist es meines Erachtens dessen Angelegenheit. Und das ist auch wiederum eine Art Liberalismus. Also da bin ich tatsächlich ein wenig liberal an dem Punkt. Im Gegensatz zu manchen religiösen Personen, stark konservativen, die also das auch im Hinterzimmer verbieten wollen, unter Strafe stellen wollen. Wieder, da gab es ja den Paragraphen 175 im Strafgesetzbuch. Aber die Zeugen Jehovas haben auch gesagt, sie würden sich an so einer Aktion nicht beteiligen, weil sie generell sich aus der Politik raushalten. Sie verweigern nicht nur das Blutspenden und den Dienst an der Waffe und so weiter, sondern sie verweigern auch, sich politisch zu engagieren. Und in der griechischen Antike wurden Personen, die sich nicht für die Politik interessiert haben, als idiotisch bezeichnet. Genau. Idioten, das waren, daher kommt unser Wort. Du Idiot, ja. Idiot. Wenn die Leute sich nicht interessiert haben für die Politik, und solche gab es auch in der athenischen Demokratie beispielsweise, dann waren das einfach die anderen Bürger, die sich interessiert haben für wichtige Fragen, die den Staat Athen angegangen sind, das waren einfach Idioten. Die also quasi kein Interesse am Gemeinwesen hatten. Also ich hatte früher, schon viele Jahre her, aber da hatte ich öfter mal die Zeugen Jehovas sogar auch zu mir zum Kaffee eingeladen, habe mit denen diskutiert, habe denen auch meinen Standpunkt klar gemacht. Das war ein Ehepaar, waren sogar Namensvetter von mir, die wurden aber anders geschrieben. Und fand ich ganz witzig, der Mann immer, ja, haben Sie ja recht, das ist aber interessant. Und die Frau ihn dann immer so angestoßen und hat dann quasi ihr Bibelprogramm immer abgespult. Aber so menschlich hatte ich jetzt gar nichts gegen die.
habe ihnen dann aber auch gesagt, was mich halt eben stört, ne? Also eben dieses Missionieren. Da sagen die natürlich, ja, aber die haben ja mit der offiziellen Kirche nichts zu tun, wo ich dann aber sage, gut, aber sie haben ja auch was davon, wenn in jedem Dorf eine Kirche steht. Und es gab Zeiten, da gab es ja halt eben ein Volksglauben, eine Naturreligion, die mit dem Christentum eben nichts zu tun hatte, ne? Und dass ich das eben ablehne, dass man missionieren geht, denn gerade das, diese kulturelle Vielfalt oder die Mythen eines Volkes, die zu überlagern, zu überdecken und die eigentlichen Gebräuche, ja gut, das Christum hat natürlich viel abgekupfert, viel aufgesogen, aber dennoch sorgt dieses Missionieren dafür, dass das eigene verloren geht. Ne? Ich habe versucht, das zu erklären, das ist Imperialismus in meinen Augen und Imperialismus lehne ich eben ab. Ja, ich lehne Imperialismus auch ab, ja, definitiv. Ich würde dir auch an dem Punkt recht geben, dass diese Menschen als Personen an sich oft sehr sympathisch sind. Ich meine, sie leben ja auch eigentlich vorbildhafte Familien, gründen sie, haben mehr Kinder als der bundesdeutsche Durchschnitt und so weiter. Ich frage mich allerdings immer, sind diese Personen nur so freundlich und nur so gesetzestreu und so weiter, weil sie die Hölle fürchten oder weil sie einfach bessere Menschen sind als Atheisten beispielsweise? Das ist immer so eine Frage, die ich mir dann stelle. Aber generell kann man schon sagen, dass religiöse Familien wahrscheinlich dass die länger halten im Durchschnitt, auch wenn Pfarrer die höchste Scheidungsquote haben unter Akademikern im Bundesdurchschnitt. Zumindest vor Jahren war das eine Statistik, die ich mal gesehen hatte. Generell kann man, glaube ich, schon sagen, dass religiöse Familien harmonischer sind oftmals und dass eher Wert darauf gelegt wird, dieses Ideal zu erfüllen der Familie, und die Ablehnung gegenüber solchen Homoparaden ist auch da größer. Allerdings sind diese Leute da neigen auch zur Intoleranz und klar, es gibt dieses Zitat, die Toleranz sei die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft, aber ich selber bin tatsächlich ein sehr toleranter Mensch. Ich glaube, Nietzsche hat mal gesagt, Toleranz leitet sich auch daher, dass man am eigenen Standpunkt Zweifel hat oder so. Aber auch das, ich meine, ich hinterfrage immer meinen Standpunkt, und das finde ich auch an sich nicht verwerflich. Aber man muss auch wissen, wo man es gegebenenfalls übertreibt. Ja, deswegen würde ich den Begriff Toleranz immer abwägen, ja, also was, wo bis zu welchem Punkt ist Toleranz noch angesagt und ab welchem Punkt ist es zu schädlich für das Gemeinwesen, hier nicht einzuschreiten oder hier kein Gesetz dagegen zu schreiben. Ja, ich benutze diesen Begriff für mich überhaupt nicht, den lehne ich ab, weil für mich viel wichtiger ist Respekt als Toleranz. Also Toleranz vom eigentlichen Wortsinn her, erleiden und erdulden, aber warum soll ich das denn tun, wenn schlecht für mich ist? Also was mich selbst nicht, also ich bin jetzt hier kein Dorfscheriff, der rumrennt und sagt, ey, die Kinder sind zu laut oder sonst irgendwas. Das auf gar keinen Fall. Aber das hat für mich dann, ich würde mich nicht als tolerant bezeichnen. Ja. Tolerant, das ist so ein verbrannter Begriff, auch Schule für Toleranz, und das sind ja dann quasi. Ich finde den Begriff an sich eigentlich sehr gut, und zwar gerade, weil er allein erdulden bedeutet, tolerare. Also das ist ja genau das, was einzufordern ist, und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, heutzutage, wenn die Leute von Toleranz schwafeln, meinen sie eigentlich was ganz anderes. Sie meinen Gleichgültigkeit. Akzeptanz, und sie meinen mehr noch als das. Sie meinen, dass man andere Sexpraktiken und so weiter nicht nur neben der Heterosexualität bestehen lassen soll, sondern die sollen auch noch als etwas besonders Tolles dargestellt werden. Ja, glorifiziert. Glorifiziert wird. Vielen Dank für dieses Wort. Ja, das hat mir gefehlt. Also diese Glorifizierung von besonders perversen Dingen und von besonders hässlicher, man könnte auch sagen, entarteter Kunst
Ich bin jetzt jemand, der normalerweise keine Begriffe aus der Zeit des Nationalsozialismus verwendet, aber bei der Kunst mache ich eine Ausnahme, was es teilweise an Bildern und vor allem an Aktionskunstformen gibt heutzutage, das kann wirklich nur noch den Brechreiz fördern. Ja, nee, aber gut. Also wie gesagt, für mich ist dieser Begriff nicht zutreffend. Und das, was mich persönlich ja auch nicht berührt, damit muss ich mich auch gar nicht auseinandersetzen. Aber deswegen bin ich eben nicht tolerant, sondern ja, ich respektiere die Meinung anderer Menschen. Gut, ja, jetzt haben wir schon, glaube ich, eine gute Stunde rum. Eine Stunde und 10 Minuten, ja. Ich habe eigentlich gedacht, wir steuern auf ein Gespräch von 40 Minuten zu oder so, 45. Denn die meisten hören sich tatsächlich keine anderthalbstündigen Podcasts an. Aber ich denke, wir haben über interessante Themen gesprochen und es wäre jetzt auch unsinnig gewesen, einfach die Diskussion zu unterbrechen, obwohl es noch so viel zu sagen gegeben hätte. Und es ist kein Verlust, denke ich, wenn sich jemand diese ganzen 70 Minuten anhört. Man kann sich das ja runterladen, mache ich auch immer dann auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man länger Autofahrten vor sich hat, das dann einfach im Auto hören. Dann wird es ja nicht langweilig. Genau, richtig, ja. Also sollen wir es jetzt dabei belassen, den Podcast hier an dieser Stelle langsam aber sicher beenden? Ja, das können wir auf jeden Fall. Mit dem Fazit, dass wir zweigleisig fahren müssen, also weiterhin versuchen, auf Netzwerken wie YouTube aktiv zu sein, solange es geht, und zwar hauptsächlich in erster Linie, um Leute rüberzuziehen auf andere Kanäle. Es kann aber nicht das einzige Ziel sein, denn irgendjemand muss auch weiterhin auf YouTube präsent sein, um die Leute, die mit unseren Thesen und Argumenten noch gar nicht in Berührung gekommen sind, zu redpillen, wie man sagt. Definitiv. Und natürlich nicht vergessen, worauf das alles abzielen soll, nämlich auf Gemeinschaft in der echten Welt. Also virtuell tausende von Freunden zu haben, ist natürlich toll. Wenn mit einem Knopfdruck all diese Freunde nicht mehr vorhanden sind, dann bringt uns das auch nicht weiter, sondern es geht eben darum, dass man sich eben auch in der echten Welt vernetzt und wenn irgendwann mal das Digitale ausfällt, dass man dann sich ebenfalls, ja, ich hätte fast gesagt, sich analog unterhalten kann. Ja, also im echten Leben von Angesicht zu Angesicht. Und das ist ja dann auch das, was wir anstreben, halt eben diese Gemeinschaft, wo wir auch gerade schon gesehen haben, dass zum Beispiel Gruppen wie die Zeugen Jehovas das ja eigentlich recht vorbildlich machen und dass wir eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl nach außen hin präsentieren. Genau, ja. Eine Feststellung muss ich abschließend noch treffen. Ungefähr so lange habe ich mich mit den Bardamen in dieser linken Kneipe unterhalten über Faschismus und dergleichen mehr, bis mich die Polizei hinausbegleitet hat. Ich hoffe, jetzt kommt keine Polizei. Richtig. Bis bald, Frank. Mach's gut, halt die Ohren steif und ich hoffe, dein neuer alternativer YouTube-Kanal wird nicht gelöscht. Ich versuche, die Probleme bei BitChute in Griff zu bekommen und du kannst ja dann meinen Kanal auch unter deinem Video verlinken. Sehr gerne. Und ansonsten alternativ noch bittubers.com. Da würde ich dir auch raten, da mal vorbeizuschauen. Und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Aktivitäten, auch was die Nova Europa Society betrifft. Und wir bleiben in Kontakt und hören wieder voneinander. Danke, machen wir. Bis dann. Hau rein. Tschüss.